Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge in der Reihe Internetempfehlungen. Und jetzt passend zum neuen Jahr vielleicht mal was ganz Interessantes hier. Ihr könnt euch hier selber einen Kalender ausdrucken. Das ist die Seite schulferien.org. In dieser findet man alle Informationen über Schulferien, was jetzt aktuell ist. Hier haben wir das heutige Datum, der 13.12. Und dann kann man hier so ein bisschen in die Zukunft gucken. Die Ferien zum Beispiel fangen in Hamburg schon am 21. an, in Bayern erst am 24. Man hat hier die Möglichkeit, wo wir gerade bei Hamburg waren, klicken wir mal auf Hamburg, dann gucken, was haben die jetzt im nächsten Jahr für Ferien. 2016, 2017, 18, 19, 20. Ja, Brückentage. Und was weiß ich, alles wird hier noch eingetragen. Dann kann man sich das nach dem Bundesland aussuchen. Niedersachsen zum Beispiel. Und man hat die Möglichkeit hier sich alle aktuelle Feiertage anzugucken. Was haben wir zum Beispiel jetzt für Feiertage im Dezember? Gut, in 7 Tagen ist der 4. Advent, in 11 Tagen ist Heiligabend, Silvester in 18 Tagen, im Januar, Heilige Drei Könige. Man sieht, dass das ein Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt ist. Sachsen-Anhalt auch, aber was? So, das ist in 24 Tagen. Weiberfastnacht ist am 4. Februar. Es ist zwar jetzt kein Feiertag in dem Sinne, aber bei den verrückten Leuten hier im Kölner Raum ist es sicherlich nicht unbedingt, wird nicht unbedingt immer gearbeitet. Brückentag möglich, langes Wochenende möglich, das steht hier also auch noch. Aschermittwoch am 10. Was ist das? Brandenburg hat den Ostersonntag. Wieso, die anderen doch auch? Na gut, so, dann Walpurgisnacht, auch kein Feiertag. Tag der Arbeit, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, etc. pp. Der Reformationstag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, das kann man sich alles hier angucken. Und dann kann man sich noch einen Kalender downloaden fürs nächste Jahr oder was man möchte. Klicken wir mal drauf, zum Beispiel den ganzen Jahreskalender oder Monatskalender. Wir gucken mal hier auf den Jahreskalender. Auf dem Jahreskalender kann man sich zum Beispiel Kalenderjahr 2016 auswählen. Man startet am besten im Januar auf einer Seite, dann hat man so eine schöne kleinen übersichtlichen Kalender. Man kann Überschrift drüber machen. Ja, zum Beispiel das. Man kann sich noch ein Logo da hochladen. Und man kann Ferien eintragen, zum Beispiel bis zu 3 Bundesländer. Oder die sogenannte Feriendichte von allen Bundesländern, aber wenn man genau für 3 Bundesländer haben wir, dann nehmen wir zum Beispiel mal was. Nehmen wir mal, ich komme aus Niedersachsen, wohne in Nordrhein-Westfalen und habe in Rheinland-Pfalz gewohnt. Ach, alles so schön. Untereinander nehmen wir mal die 3, tragen die Feiertage ein, tragen die Kalenderwochen ein, tragen die Mondphasen ein. Hallo? So. Wählen noch ein bisschen Farbe aus. Ja, das sieht schon mal gut aus. Und dann kann man sich das in DIN A2, DIN A1, DIN A0 ab 4,45 Euro kaufen. Oder man macht das jetzt auf DIN A4 oder DIN A3, je nachdem, wie man das dann ausdruckt. Dann hat man also hier einen Jahreskalender 2016. Hier oben steht dann das, was ihr eingegeben habt. So, und dann habt ihr jetzt für dieses Jahr den Kalender, Copyright, Schulferien.org, alle Feiertage mit drin, alle Mondphasen, die Kalenderwoche und die Ferientermine für die Sommerferien zum Beispiel von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Niedersachsen fangen wie fast üblich schon im Juni an und die Rheinland-Pfälzer im Juli. Dafür haben wir auch ein bisschen länger. So, das ist also hier Pfingsten. Ist mal ein Tag frei und da. Ne?
Und das könnt ihr euch dann speichern und ausdrucken, zum Beispiel auf irgendwie ein bisschen festeres Papier oder wie auch immer, oder auf Pappe, je nachdem, was ihr da bei eurem Drucker, wie ihr da euren Drucker einstellt, wenn ihr denn einen habt. Oder ihr guckt euch das halt immer so an, lasst es als Grafik auf eurem Rechner und guckt euch das dann immer an. Das könnt ihr halten, wer wollt. Auf jeden Fall eine hübsche, informative Seite. Das war jetzt mal ganz kurz noch eingeschoben, ein Internet-Tipp. Passend zur Jahreszeit. Ich wünsche euch alles Gute, tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal.